Noch weiter, nach außen. Merkst du? Ja. Da ist eine Stange, die geht einfach hoch. Ja. Mit einem Querausleger. Okay. Ja? Wenn du zielst mit deinem Bogen, was machst du? Du gehst seitwärts. Ja. Hoch, runter für die Entfernung. Okay. Jetzt schießt du auf 10 Meter auf 122. Steffi ist seit 2 Jahren blind und will zum ersten Mal wieder Bogen schießen. Kinn perfekt, jetzt schön nach hinten lösen. Ast rein. Jetzt haben wir es. Der war genau drin. Ja. Wird. Die meisten Schützen, die wir hier bekommen, sehend, gesund, ja, die schießen das erste Mal komplett daneben. Okay. Ich bin auch total gesund. Ja. Halt nur ohne Sehkraft. Richtig. Körperspannung. Bogenschießen war auch schon früher ihr Hobby. Doch dann veränderte ein Unfall ihr Leben. Eigentlich war alles gerade sehr perfekt. Heiligabend 2015 hat mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht. Wir waren gerade dabei, unsere Hochzeit zu planen, die dann im Folgejahr stattfinden sollte. Die Sommerferien hatten dann gerade begonnen und ich war bei meinem Pflegepferd, bin mit dem Sulki rausgefahren, freizeitmäßig im Gelände. Dann kam es eben halt leider zu diesem Unfall und im Laufe des Unfalls habe ich einen Huftritt zentral ins Gesicht bekommen. Und das Gesicht war eigentlich, kann man sich vorstellen, komplett nach innen gedrückt durch diese Wucht. Also die Augenhöhlenknochen waren zerstört, die Nase war komplett zersplittert, beide Jochbeine waren gebrochen, der Oberkiefer war multipel frakturiert. Es ging eigentlich dann darum, Augen raus oder sterben. So sah Steffi vor ihrem Unfall aus. So ein paar Wochen danach. Zu Beginn hatte ich sehr viele Phantombilder noch. Ich habe mir eingebildet, dass ich einen Sonnenaufgang sehe, also so Sonnenstrahlen, die wie durch so eine Jalousie durchsickern, wo Staub drin tanzt. Das hat aber sehr schnell nachgelassen und dann ist es eigentlich nur noch dunkel. Erstmal klammert man sich an die Hoffnung, irgendwas wird es da geben, man wird doch irgendwann wieder sehen können. Jetzt ist es bei mir halt leider so, dass wirklich die Augen komplett weg sind. Das heißt, da, wo nichts mehr ist, ist auch nichts mehr zu reparieren, sonst ist es wirklich endgültig. Wenn man das dann irgendwann verstanden hat, dann, also mir sind zuerst Kleinigkeiten eingefallen, die nicht mehr funktionieren werden. Zum Beispiel, dass ich meinen kleinen Neffen nicht aufwachsen sehen werde, sondern dass es immer halt alles so bleibt. Und irgendwann weitet sich das aus und man begreift, dass man sein Leben komplett neu ausrichten muss. Steffi musste fast alles wieder neu lernen. Und fahr mal runter. Ja, es ist mit dem. Achso, okay. Nicht wundern, da sind auch 2 Blumenkohle drin. Kannst du meinen Stock halten? Klar. Einkaufen geht eigentlich nur mit Ehemann Daniel. Allein würde sie sich nur schwer zurechtfinden. Ist hier so ein Grün? Schon deshalb, weil die Produkte ständig umgestellt werden. Ich glaube nicht, dass sie das schon haben. Ja, man kann mal da vorbeischauen. Okay. Viele Dinge, die jetzt für sie wichtig sind, hat Steffi im Berufsförderungswerk, dem BFW, in Düren trainiert. Eine Art Internat, in dem Sehbehinderte und Blinde lernen, mit ihrer Situation klarzukommen. Mit dem Blindenstock gehen, den Alltag bewältigen, in einen Beruf zurückfinden. Seit 1,5 Jahren lebt Rainer hier. Er hat vor 3 Jahren ganz plötzlich sein Augenlicht verloren. Ich war noch tanzen am 1. Mai 2015 und hatte danach so Rückenschmerzen, stärkere. Die wurden auch immer stärker und dann ging es ins Krankenhaus. Dann überschlug sich das Ganze, multiples Organversagen, Intensivstation. Weiß ich, was ich da noch alles hatte. Ach so, dann kam noch erschwerend hinzu, dass ich dann auch nichts mehr gesehen habe. Wobei auch da keiner weiß, woran das lag. Ach so, also das, man sagte mir auch, man versteht nicht, wieso ich jetzt von sowas erblinde. Nach einer OP komplett erblindet. Rainer erzählt das fast beiläufig. So, als wäre gar nichts Schlimmes passiert. Kann man ein Leben in der Dunkelheit einfach so annehmen? Als
die Ärztin mir das da berichtet hat, dass das final ist, war das schon ziemlich frustrierend. Aber ich bin ein Sinntyp, der jetzt auch daran nicht zweifelt, was so alles passiert. Und ich hatte dieses Loch nicht. Ich hatte es einfach nicht. Und ich hatte auch nie die Idee, jetzt irgendwas zum Beispiel zu beenden, zu sagen, ich gebe mir jetzt die Kugel oder so irgendwas. Nee, hatte ich nicht. Vier Wochen lag Rainer im Koma. Danach war er teilweise querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Er hat immer noch Probleme mit seinem Rücken, braucht eine Gehhilfe. Deshalb ist er für jede Gymnastikstunde, die in Düren angeboten wird, dankbar. Er will von hier aus ein neues Leben beginnen. Leben 2.0 nennt er das. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Das ist ja Limbo. Ja, so ähnlich. Zwei schaffen Sie noch? Yes. Yes. Noch drei. Ja, perfekt. Also ich habe sehr gerne gesehen. Ich war ein sehr großer Freund von großen, prachtvollen Filmen im Kino oder zu Hause habe ich oft geguckt. Ich habe sehr, sehr gerne mir Natur angesehen, auch sehr nah. Ich habe auch fotografiert viel. Und ich habe vor allem mir die Menschen immer angeschaut. Eins, zwei, und auf. Tanzkurs im Dürener BFW. Alle Teilnehmer sind sehbehindert oder blind. Sie lernen hier, ihrem Körper zu vertrauen. Und ihrem Partner. Auch Hatscha. Ich leide unter Retinopathia pigmentosa. Ich habe noch 5 Grad Gesichtsfeld. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie eine Klorolle nehmen und da durchgucken. So sehe ich dann. Es ist eine Erbkrankheit. Meine Mutter leidet darunter und meine 10 Jahre jüngere Schwester. Jetzt drehst du. Eins, zwei. Obwohl ihre Mutter und ihre Schwester erblindet sind, hat Hatscha lange nichts von ihrer Erkrankung gewusst. Ich bin öfter mal hingefallen. Ich dachte, ich wäre ein Tollpatsch, Trampel. Bis meine Schwester angerufen hat und gesagt hat, bei ihr wurde Retinitis pigmentosa festgestellt. Und dann bin ich auch zum Arzt gegangen. Das war im Jahr 2010. Da wurde es zum ersten Mal festgestellt. Ja, und dann bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen. Ich hatte Angst, ich hatte Zukunftsängste. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich Depressionen bekommen. Ich habe nur noch im Bett gelegen, eben nur noch so ein bisschen was essen, manchmal aufgestanden, aber sonst lag ich den ganzen Tag nur im Bett. Bis mein Sohn gesagt hat, einmal, der kam aus der Schule und meinte, Mama, ich habe Hunger. Ja, und das hat mir einen Anstoß gegeben, dass ich dann aufstehe und was tun muss. Hatscha will unabhängig sein, auch wenn sie irgendwann blind sein wird. Sich nicht länger verkriechen, sondern so gut und so lange es möglich ist, das Wenige, was sie noch sieht, genießen. Ihre Kinder sind erwachsen. Von ihrem Ehemann hat sie sich getrennt. Hatscha hat sich im BFW angemeldet, um einen Weg zurück ins Berufsleben zu finden. Sie lebt im Moment von Hartz IV, will in Düren eine Ausbildung zur Verwaltungsangestellten machen. Dafür muss sie blind schreiben können. Mit 10 Fingern und akustischen Signalen als Orientierungshilfe. Die orangene Brille trägt sie, weil das Tageslicht sie blendet. Manche hier haben schon längst ihren Bildschirm ausgeschaltet. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass noch ein Sehrest übrig bleibt. Deswegen mache ich auch meinen Monitor nicht gerne aus, obwohl ich es kann, ohne Monitor zu arbeiten. Es gibt mir die Sicherheit. Sicherheit und Selbstbewusstsein. Das wollen die Sehbehinderten und Blinden in Düren wieder zurückhaben. Und einen Job. Denn wie Hatscha haben viele hier keinen mehr.
Ich möchte mein eigenes Geld verdienen und ich möchte stolz darauf sein. Ich möchte nicht mehr wie ein Parasit leben. Ich möchte alles selber tun. Ich möchte mein Brot selber schneiden können. Ich möchte meine E-Mails selber lesen mit den Fingern und selber E-Mails schreiben. Meine ganzen Behördengänge möchte ich selbst bewältigen. Ich möchte keine Hilfe haben. Auch Rainer übt täglich am PC. Eines unterscheidet ihn von den meisten anderen hier. Sein Arbeitgeber hält ihm seinen Job frei. Als Controller bei einer Versicherung. Das blinde Tippen fällt ihm immer noch schwer. Controller heißt ja viele Tabellen. Und das ist nicht ganz einfach, blind und Excel. Ist im Grunde passt das nicht so richtig gut zusammen. Das war sehr anstrengend, muss ich sagen. Es war auch sehr frustrierend, am Anfang vor einer Tastatur zu sitzen, die man, weiß ich, 20 Jahre benutzt hat und dann nichts mehr machen zu können. Man sitzt davor, man weiß ungefähr, wo welche Tasten sind, aber ungefähr wissen, wo welche Tasten sind, nützt ja nichts. Um mobiler und unabhängiger zu sein, hat sich Steffi einen Blindenhund organisiert, Balu. Auch weil sie so schnell wie möglich in ihren alten Job zurück wollte. Steffi ist Rektorin an einer Mönchengladbacher Hauptschule. Ich habe noch von der Intensivstation aus meinen Schulrat damals angerufen. Habe alle wuschig gemacht, dass ich diese Telefonnummer unbedingt haben wollte. Es war für mich klar, dass ich in den Job zurück möchte und dass ich auch ins Regelschulsystem zurück möchte und nicht an eine Förderschule. Es gab natürlich sehr, sehr viele Bedenken, die gibt es, denke ich, auch teilweise immer noch, weil es so keine Erfahrungswerte gibt, vollblinde Schulleitung im Regelschulsystem. Es gab auch, habe ich gehört, da viele Gespräche in der Bezirksregierung von den Leuten, die es zu entscheiden hatten, die haben sich dann aber zu meinen Gunsten entschieden. Jetzt sitze ich halt hier. Zur Unterstützung hat Steffi vorübergehend einen Assistenten bekommen. Fred sieht in der Schule für sie mit. Er kannte sie schon vor ihrer Erblindung. Als sie ihn bat, ihr zur Seite zu stehen, hat er sofort zugesagt. Da waren noch zwei oder drei Klassen, die noch nicht eingereicht haben. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass man oder dass ich es ähnlich versucht hätte. Decke über den Kopf gezogen oder ausgeblendet, weggelaufen, irgendwie sowas. Aber sich nicht so der Situation gestellt, ja. Im neuen Schuljahr will Steffi wieder unterrichten. Um die Schüler vorzubereiten, besucht sie einzelne Klassen und erzählt ihre Geschichte. Die Schüler dürfen dann Fragen stellen. Morgen. Morgen. Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie blind sind? Mein Mann geht damit sehr gut um. Hat mich ja trotzdem geheiratet, wir waren vorher nur verlobt, wir haben dann nach meinem Unfall erst geheiratet. Ich glaube, für meine Eltern war es am schwersten, damit klarzukommen, dass das eigene Kind dann eben halt ja, behindert ist. Gibt es eigentlich bestimmte Situationen in Ihrem Leben, wo Sie halt sehr traurig sind und auch vielleicht weinen, weil Sie blind sind und verschiedene Dinge nicht sehen können? Ja, sehr viele. Also zum Beispiel jetzt gerade, wo es draußen auch schön wird, wo es warm wird, wo alles anfängt, wieder grün zu werden, zu wachsen. Das würde ich mir schon gerne angucken. Farben fehlen mir sehr. Ich werde nie wissen, wie mein Mann aussieht, wenn der alt hat. Wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren und wir sind am Meer, dann höre ich das zwar. Ich würde es aber auch zum Beispiel unglaublich gerne sehen können. Also da gibt es viele Momente. Hatten Sie irgendwie so eine Panik, wo Sie das erste Mal so nichts mehr sehen konnten? Die erste Zeit zu Hause. Weil ihr müsst euch das vorstellen, zu Hause, was ihr eigentlich kennt, ihr wisst, wo was ist, wo was steht. Und ihr sitzt dann im Wohnzimmer und seht nichts, seid alleine. Ihr hört Geräusche, von denen ihr wusstet ihr vorher nicht, dass euer Haus solche Geräusche macht. Ich habe zum Beispiel ständig gedacht, irgendwelche Leute sind vielleicht an den Fensterscheiben und gucken rein. Irgendjemand versucht einzubrechen oder irgendwie sowas. Das war schon sehr beängstigend. Aber mittlerweile ist das alles gut. Ta-ti-ta-ti-ta-ta. Wo gehen wir jetzt hin? Du wolltest in die Küche, hast du gesagt. Hier ist es jetzt wohl sehr voll, also du kannst dich nicht so gut bewegen.
Das ist so eine ähnliche Lampe wie oben in diesem Zimmer, wo die ganzen... Sieht scheiße aus, ja, oder? Genau. Ja. Okay. Lassen wir hier. Ja, lassen wir hier. Rainer zieht um. Noch wohnt er in einem großen Haus in der Eifel. Jetzt will er in eine kleinere Wohnung. Freunde und sein Sohn Johannes helfen ihm. Rainer erklärt seinem Sohn, wo was in Zukunft stehen soll. Er kennt sogar die Maße seiner neuen Wohnung, obwohl er sie nie gesehen hat. 62. Ich erhöre das. Also ich lasse mir das erklären und ich gehe dann durch und dadurch ertaste ich es und er weiß dann, wo rechts, links, Mitte ist und dann speichere ich mir das. So habe ich ja auch im BFW laufen gelernt. Johannes kümmert sich um seinen Vater. Er war 19, als Rainer blind wurde. Hat mit seiner Schwester fast jeden Tag an seinem Bett im Krankenhaus gesessen. Also das war für die furchtbar. Da muss man natürlich dazu sagen, die haben 2003 auch ihre Mutter verloren an einen Hirntumor. Da waren sie 8 und 12. Und das ist natürlich dann, wenn dann der andere Teil dann auch noch jetzt so eine Geschichte zeigt, das ist natürlich furchtbar für die Kids. Es haben sich alle ganz gut mit abgefunden, besonders er bis jetzt. Und es hat alles bis jetzt gut geklappt, er hat immer viel Hilfe gehabt. Ich führe ihn immer gerne rum. Ja. 14 Jahre lang hat Rainer in diesem Haus mit seiner Familie gewohnt. So viel hat sich verändert. Warum will er hier weg? Irgendwie ist es alles so zerronnen, dass ich jetzt da keinen großen Abschied mehr habe mit der Bude hier. Also es war schon schön hier zu wohnen und dieser Ort ist auch sehr schön. Er hat eine sehr schöne Anbindung an Wald und Natur und gute Luft und alles. Aber für so einen Blinden ist das hier absolut nicht geeignet. So viele Schlachlöcher und dann Bürgersteig, dann wieder kein Bürgersteig und dann ist dann direkt ein Graben und dann sind so enge Sachen, dann ragen überall Äste rein in den Weg und sowas. Also viel zu gefährlich hier auch, mich alleine zu bewegen. Ne? Und das dauert vor allem alles so lang. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Rainer fällt es schon schwer, sich in seinem eigenen Haus zu bewegen. Das ist die weiße Kommode oben aus dem Flur. Alles gut. Ach, das ist das, ach so, dieses Regal. Aus dem Bad. Ach so, alles klar. Die neue Wohnung ist in Aachen. Viel nimmt Rainer nicht mit in sein neues Zuhause. Er hat ja auch nur noch zwei Zimmer. Mehr braucht er nicht. Wo bin ich hier? In der neuen Wohnung. Ach ja, hier. So. Und da gibt es im Moment noch so einige Stolperfallen. Da war was. Ach, das ist eine Kiste. Hier, was ist das alles jetzt? Das Regal kommt ja ins... Zum Glück ist Rainer nicht allein. Und wenn sein Sohn schon mal da ist, kann er ihm auch gleich die Aussicht beschreiben. Man schaut auf viele Häuser und Autos, aber... Schöne Fensterreihe. Schön, ne? Also wenn ich jetzt sehen könnte, hätte ich hier schön hell. Das ist auch so ein bisschen grün da rechts, aber das ist nicht so. Was ist da? Ein paar Parks, irgendwo Innenhöfe oder was? Ja, so ein Garten. Eine Bank. Ein großer Garten. Kommst du mich immer mal besuchen, bringst dein Radinchen mit? Ja. Ja, das ist mein Reich jetzt. Ich habe ja auch genug Schiss jetzt vor Aachen. Jetzt da ganz alleine wird ja jetzt auch eine Herausforderung. Ach ja. Hatscha übt Verreisen ohne Begleitung. Den Weg zum Bahnhof ist sie mit einer Trainerin mehrmals gegangen. Jetzt versucht sie es ganz alleine. Sie nimmt nicht wahr, was links und rechts neben ihr passiert. Deshalb hat sie den Blindenstock dabei. Der ist ihr immer noch ein bisschen peinlich. Man will ja nicht so hilfebedürftig aussehen. Man ist ja auch ein bisschen eitel. Also ich bin ja auch ein bisschen eitel. Es war eine Überwindung. Aber als ich es einmal probiert habe, dann ging's. Hatscha orientiert sich an den Bodenlinien für Blinde, die es inzwischen in den meisten Bahnhöfen gibt. Sobald hier Noppen kommen,
weiß ich, aha, hier passiert was. Entweder muss ich nach rechts hier weitergehen oder nach links. Also gehe ich nach links. Aha, ich fühle hier die Treppen. Oh, könnten Sie bitte die Linie freimachen? Kurz bevor der Zug einfährt, gibt es ja eine Ansage. Und wenn es manchmal mit der Ansage nicht funktioniert, dann höre ich ja auch den Zug und ich weiß ja ungefähr, wann mein Zug kommen wird. Ich höre die Türen, wie sie aufgehen und ich folge den anderen Menschen. Ja, und dann gehen die Türen auf, dann steige ich ein. Als ich aber ohne Stock gegangen bin, da wurde ich schon mal geschubst, weil ich wohl denen zu langsam gewesen bin. Ich gehe viel raus, ich gucke viel aus dem Fenster. Und auch in den Zügen. Früher habe ich gelesen, als ich nicht wusste, dass ich erblinde. Ich gucke, ob ich was sehen kann, ob ich die Sonne sehen kann, ob ich den Himmel sehen kann, wie die Farbe ist, ob ich die Farben erkenne. Und im Frühling die Blumen wachsen zu sehen, das ist wunderschön. Und ich habe Angst, dass ich diese Blumen nicht mehr sehen werde. Rainer will wieder kochen lernen und hat deshalb eine Übungsstunde in der Versuchsküche des BFW in Düren. Pizzabacken ist heute dran. Alles, was scharf, spitz und heiß ist, macht ihm immer noch große Angst. Wenn er zu Hause in seiner eigenen Wohnung ist, will er alles alleine schaffen. Das ist sein Ziel. Etwas links und reindrücken. Das ist für die Temperatur. Bis, ja, so. Ach so. Aber gleich stellen Sie es mir dann bitte oben auf das Ceranfeld. Das kann man wirklich nur machen, wenn er kalt ist, sonst funktioniert das nicht. Jetzt reinschieben bitte. Hey Siri. Stelle den Timer auf 15 Minuten. Das Gute ist, da ich ja noch nicht so lange blind bin, habe ich noch quasi Muskelerinnerungen, was Zwiebeln schneiden oder Äpfel schneiden betrifft. Das gelingt mir sehr gut. Also Sachen schneiden ist kein Problem. Aber wenn man der Umgang halt hier mit dem Herd und mit dem Backofen und auch mit anderen Küchengeräten, das ist natürlich dann schon schwierig. Aber das ist auch eine Übungssache dann. Aber ich merke, dass ich häufig es einfach nicht tue, weil ich sage, ach, was soll der Aufwand, ich bestell was. So. Moment, stopp, nein. Hm? Was fehlt denn noch? Sie werden doch jetzt nicht so, wie ach, Sie sind. Ach, die Gabel. Und die Hände wollten Sie so lassen? Nee, das nicht. Ich wollte aber die Tür jetzt ohne aufmachen, aber ich kann ja auch mit aufmachen. Jeder Handgriff ist für Rainer anstrengend. Sogar eine Tiefkühlpizza aufbacken dauert ewig. Eine Art der Entschleunigung, an die sich jeder Blinde erstmal gewöhnen muss. Herr Fuchs, wo wollen Sie die Pizza hinpacken? Auf das Brett. Auf das Brett, okay. Machen wir es mal vorsichtig. Wunderbar. Oh, rutscht gut. Sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut, Herr Fuchs. Ja. Perfekt. Dickes Lob, Herr Fuchs. Danke. Das haben Sie perfekt gemacht. Steffi kommt in ihrer Küche schon ganz gut zurecht. Solange immer alles am gleichen Platz liegt und die Hilfsmittel funktionieren.
Sie hat Handy-Apps, mit denen sie fast alles scannen kann, sprechende Haushaltsgeräte und mehr. Das ist ein Beispiel dafür, wie Blinde sich etwas markieren können, wenn sie von irgendetwas sehr viel haben, wie ich von Tee. Die Verpackungen fühlen sich alle gleich an. Sie sind auch vom Gewicht her ähnlich und auch die Geräusche sind nicht unterschiedlich. Die sind überall einsetzbar. Die sind zum Beispiel auch tiefkühlgeeignet. Ich könnte mir auch, wenn ich mir was gekocht habe und es einfriere, drauf sprechen, was es ist. Und es gibt es auch als Wäscheetikett, die dann auch in der Waschmaschine halten. Tee kochen ist für Steffi kein Problem. Sie kann sich immer noch an gewohnte Bewegungsabläufe erinnern. Und ihr hilft ein kleines Gerät. Was haben Blinde gemacht, als es noch keine Apps und technische Hilfen gab? Sich alles einprägen. So wie Steffi es auch zum Teil tut. Und hoffen, dass nichts im Weg steht. Ein typisches Beispiel dafür, dass mein sehender Mann was im Weg stellt. So. Schwierig ist jetzt für Blinde eben halt genau die Herdplatte zu treffen, aus dem Ceranfeld, was sich das alles gleich anfühlt. Dafür sind hier die Tastpunkte an der Seite und die Markierung auf dem Holzlöffel. Weil dann kann ich hingehen, die Markierung auf den Tastpunkt legen und den Topf dran schieben und zur Kontrolle auf der anderen Seite ebenfalls. Und dann ist er einigermaßen ausgerichtet. Hoffe ich. Ach, hier. So, wir gehen jetzt mal zum Büro. Rainer ist zurück an seinem alten Arbeitsplatz. Erstmal nur für ein Praktikum. Mit einer Mobilitätstrainerin muss er lernen, sich ohne Hilfe zu orientieren. Die beiden? Ja. Wo sind jetzt die Tasten? So, ist wie ein Fußballfeld. Wir haben eine Reihe, zwei untereinander. Die gegenüberspielend, der Gegenpart, 1, 2. In dieser Mitte fahren wir praktisch runter. 7, 6, 5. 7, 6 brauchen wir. Ja, wir können. Also wenn Sie aus dem Aufzug herauskommen, sich nach rechts drehen, kommen ja direkt auf die Türfassade. Und jede Türfassade ist ja beklebt. Es ist natürlich eine Frage, ob Sie eventuell die Ziffern erfüllen könnten, um dann herauszufinden, ob Sie nicht vielleicht auf der falschen Etage ausgestiegen sind. Die Ziffern, wo sind die? Ja. Direkt rechts? Direkt, wenn Sie rechts kommen, laufen Sie auf die Fensterfront zu und ungefähr auf Augenhöhe, mittig. So. Ja, Augenhöhe, die sind sehr groß. Das ist dann die Ziffer, die Zahl. Ach, hier ist oben. Die macht hier so einen schönen Bogen. So. Rainer ist schon mal auf der richtigen Etage. Jetzt muss er nur noch den Türöffner aktivieren. Ach, da brauche ich aber echt jetzt Anlauf. Mich schon mal in Fahrtrichtung aufstellen. Ja. Nur Rainer, das ist hier unsere Küche. Jürgen! Hi. Moin, altes Haus. Ja. Tagchen. Ich komme hier zum Praktikum. Du kommst zum Praktikum? Ja. Das ist meine Mobilitätstrainerin und ich übe jetzt hier. Genau, da ist das. Aha! Ah, bin ich schnell. Zack, erste, genau. Weiter geht's zum Büro. Rainer orientiert sich an den Türen, zählt sie ab. Da und
Er muss sich jeden Weg, den er geht, genau einprägen. Tür? Ja. Der Rainer ist da. Der Rainer! Oh, das gibt's doch gar nicht. Komm mal her. Dann geht's dir. Alles in Ordnung? Ja. Ja, schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch. Ja. Hallo Martin. Die Anna. Der Rainer. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Wir wussten erstmal gar nicht ganz genau, was da konkret passiert ist, nur was genau vorgefallen ist, haben nur dann nachher gehört eben, ja, dass er erstmal nicht zurückkommen wird und ja, dass er blind ist und ja, das hat uns natürlich schockiert, keine Frage. Bevor Rainer am nächsten Tag mit seinem Praktikum beginnt, will er Probe sitzen in seinem neuen alten Büro. Steffi hat Besuch von ihren Eltern. Sie leben 200 Kilometer entfernt, treffen sich aber regelmäßig. Mutter Gerda hat immer noch Schuldgefühle, weil sie ihrer Tochter nach dem Unfall nicht sagen konnte, dass sie blind ist. Das Wort kann sie bis heute nicht aussprechen. Der behandelnde Arzt hat gesagt, also sobald sie wach wird, muss man ihr gleich die Wahrheit sagen. Und dann hat sie mich gefragt, was ist mit meinen Augen? Und ich habe bis dahin immer noch gedacht, wenn ich es nicht ausspreche, dann ist das auch nicht wahr. Dann ist alles gut. Und ich konnte es nicht aussprechen. Und dann habe ich ihr gesagt, wir müssen abwarten. Wir warten erst mal ab und es wird alles schon gut. Und das hat sie mir also sehr, sehr übel genommen. Sie hat also dann gemeint, ich hätte sie angelogen und... Also ich konnte es ihr nicht sagen. Und dann wollte sie auch ein paar Tage nicht, dass ich komme. Dann hat mein Mann sie alleine besucht. Dieses nie wieder, diese Endlichkeit dieses Wortes, nie, nie wieder. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine Operation, es gibt keine Wunderheilung, es gibt nichts, was man machen kann. Das hat mich so umgehauen, dass man, das kann man seinem Kind nicht sagen. Man kann seinem Kind einfach nicht sagen, du wirst nie wieder so sein wie früher. Steffi hat ihre Mutter verziehen. Nur manchmal sprechen sie noch darüber. Ich kann es ein Stück weit verstehen, würde mir aber nach wie vor wünschen, dass es anders gelaufen wäre. Weil es für einen Moment Hoffnung geschürt hat, die ja völlig unbegründet war. Ja, kann ich verstehen. Aber es lässt sich jetzt ja leider auch nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß. Als sie dann hier zu Hause war, ist sie dann also ganz oft in ein richtig tiefes Loch gefallen, wo wir lange, lange gesprochen haben. Und wenn ich dann gesagt habe, soll ich denn kommen, soll ich ein paar Tage bei dir bleiben? Ja, aber nur, wenn du mir Tabletten mitbringst oder besorg mir Tabletten oder leg mir ein Kissen auf den Kopf oder so. Und dann habe ich immer gesagt, Steffi, was erwartest du von mir? Und dann kam immer wieder so die Erinnerung, ja, du hast ja schon erlaubt, dass sie keine Augen mehr hat, ne? Aber du kannst doch dein Kind nicht umbringen. Steffi hat ihre Depressionen überwunden und sich mit ihrer Blindheit so gut es geht arrangiert. Eine große Hilfe war ihr Mann Daniel. Er war jede Sekunde für sie da, hat sie in die Reha nach Düren begleitet und alle Behördengänge erledigt. Aber das Wichtigste, er ist immer noch bei ihr. Ich finde ja, nur weil jemand einen Schicksalsschlag heißt nicht, dass man den auch verlassen muss. Ich weiß, es gibt 1000 Menschen, die anders denken, aber ich nicht. Steffi, hätten Sie es verstanden, wenn er gesagt hätte, du, ich schaff das nicht? Auf einer Ebene ja, weil das Leben ändert sich komplett, sowohl meins als auch Daniels natürlich komplett. Auf der anderen Seite bin ich ja immer auch noch Mensch, glaube ich. Wir haben mich ja sogar noch geheiratet, nach dem Unfall. Ich glaube, unser Hochzeitstag war auf einer bestimmten Art intensiv, wie er sonst nicht gewesen wäre. Die Zeit nach dem Unfall hat mir eine Seite von Daniel gezeigt, die ich vorher so nicht kannte.
da spielt... die ich auch nicht kannte. Da spielt eine ganze Menge Verantwortung mit rein. Selbstständigkeit ist ein blödes Wort, aber mir fällt da gerade nichts anderes für ein. Weil vorher hast du gerne Sachen an mich abgegeben. Ne? Naja, sagen wir so. Vorher durfte ich bestimmte Sachen nicht machen. Und dann musste ich sie machen. Ja, aber du hast sie gut gemacht. Ja, wenn ich zum Beispiel Fläche gewaschen habe, dann gab es einen auf dem Deckel, weil ich das nicht gut genug gemacht habe. Also habe ich das abgegeben. Jetzt ist es umgedreht. Also jetzt mache ich es gut und mache es trotzdem. Ne? Also. Steffis und Daniels Leben hat sich verändert. In jeder Hinsicht. Ist es ein Problem, dass sie sich nicht mehr sehen können? Ich habe noch eine grobe Vorstellung, wie Daniel aussieht. Das ist aber absolut nicht mehr wichtig. Das ist wirklich dieses innere Bild, was für mich wichtig geworden ist. Und was auch, glaube ich, wichtiger sein sollte als die Reduzierung auf Äußerlichkeiten. Ist es für dich wichtig, dass ich anders aussehe? Du siehst ja nicht anders aus. Doch. Ja, 1% vielleicht. Rainer ist zu Hause in seiner neuen Wohnung. Seine Zeit in Düren ist vorbei. Jetzt muss er ohne Hilfe klarkommen. Er traut sich immer noch nicht allein aus dem Haus, verbringt viel Zeit mit seiner Gitarre. Manchmal sehnt er sich nach einer Partnerin, aber in den 3 Jahren seit seiner Erblindung ist er niemandem näher gekommen. Also ich war ein visueller Mensch, auch mit dem weiblichen Geschlecht war ich ein visueller Mensch. Und jetzt ist das Visuelle alles weg. Das einzige Attraktionsmerkmal, was mir geblieben ist, ist die Stimme. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann mache, wenn es dann soweit ist, dass jemand mir näher rückt. Wie sich das nachher anfühlt, wenn das dann tiefer gehen soll. Ich habe immer das Gefühl, dass es eine Sehende ist, wenn es dann soweit wäre. So konzentriert sich Rainer auf die Musik. Er überlegt sogar, eine Sängerin zu suchen, die ihn begleitet. Ich schiffe dadurch ein bisschen gemächlicher durch die Gewässer und versinke nicht so schnell. Also es hilft mir sehr, überhaupt gut klarzukommen. Obwohl Hatscha immer noch hofft, nie ganz blind zu werden, bereitet sie sich auf ein Leben ohne Augenlicht vor. Jeden Abend übt sie in Düren Blindenschrift lesen. Gern im Gemeinschaftsraum, um nicht ganz allein zu sein. Unsere Streber hier im Haus. Hatscha liest am liebsten bei Kerzenschein. Ein Blinder, der würde den Kerzenschein, okay, er würde vielleicht spüren, aber nicht sehend wahrnehmen. Und ein Sehender könnte nicht bei Kerzenlicht lesen. Ich kann beides. Ich kann die Kerzen genießen, sehen auch, angucken, die Kerze angucken und dabei lesen. Ich möchte später unbedingt meinen Enkelkindern etwas vorlesen, wie ich es meinen Kindern getan habe früher. Märchenbücher vorlesen, das ist mein Traum. Wie lange Hatscha noch sehen kann, weiß niemand. Deshalb will sie so schnell wie möglich ihre Ausbildung beenden und einen Job finden. Zum ersten Mal unterrichtet Steffi wieder. Es ist so eine Art Probestunde, ein Kunstprojekt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind mitten in diesem kleinen Projekt Blinde Kunst. Wer kann noch mal kurz in eigenen Worten sagen, was sich dahinter verbirgt? Mit Wörtern beschreibt, wie eine Farbe aussieht. Zum Beispiel gelb ist, fühlt sich an wie die Sonne.
Farben für Blinde mit Worten sichtbar machen. Schreibt das einfach auf, was euch zu jeder Farbe einfällt. Dann Rock'n'Roll, 10 Minuten. Mit dieser Unterrichtsstunde will Steffi die Schüler für den Umgang mit Blinden sensibilisieren. Sie sieht nicht, was ihre Schüler aufschreiben. Also fragt sie. Gefühle zu grün. Leben. Glücklich. Freiheit. Freude. Ekel. Blumen. Wie findet ihr das denn, dass ihr eine blinde Rektorin und Lehrerin habt? Ich finde das auch sehr mutig, dass sie sich das noch wagt, überhaupt blind hier zu unterrichten und so. Ich finde es auch mutig, dass sie das sich wieder aufrappelt. Also das schafft nicht jeder Mensch, dass sie so nochmal wiederkommt. Die Schüler haben kein Problem mit ihrer blinden Rektorin. Deshalb will Steffi im neuen Schuljahr wieder ganz normal unterrichten. Wird erstmal mit einem Deutschkurs starten. Damit hat sie sich ein Stück von ihrem alten Leben zurückerobert, auch wenn der Weg dorthin manchmal steinig war. Ja, man stößt immer wieder auch auf Unverständnis in der Gesellschaft, auch im Arbeitsleben gerade, wo man sich ein sehr, sehr dickes Fell zulegen muss, um eben halt nicht aufzugeben, um nicht zu verzweifeln. Im Moment ist es gut, wie es in einem Monat aussieht, wie es in 10 Jahren aussieht, das kann ich einfach nicht abschätzen. Dafür ist mein Alltag zu abwechslungsreich geworden. Auch Rainers Alltag ist abwechslungsreicher geworden. Schlampig geparkt. Vor einer Woche hat er angefangen zu arbeiten und er geht den Weg ins Büro ganz allein. 3 Tage lang hat er die Strecke mit einer Trainerin geübt. Am schwierigsten ist es für ihn, eine Straße zu überqueren. Ich stehe hier und höre in alle Richtungen. Und wenn kein Auto mehr zu hören ist, dann gehe ich los. Neulich habe ich meine 1/4 Stunde hier gestanden. Alter, wie war dein erster Arbeitstag? Ich bin jetzt mal voll eingestiegen und warte das mal ab. Gucke, wie ich damit klarkomme. Bisher klappt das ganz gut. Auch wenn Rainer sich den Weg genau eingeprägt hat, können doch täglich neue Hindernisse auftauchen. Deshalb muss er jede Sekunde hochkonzentriert sein. Und der Kilometer bis zu seinem Arbeitsplatz ist für ihn deshalb sehr anstrengend. Und doch ist das hier ein Stück Freiheit. Aber Rainer will noch mehr. Ein Ziel wäre noch, dass ich irgendwann wieder sehen kann. Und vielleicht kann man irgendwann mal Augen verpflanzen. Das geht jetzt im Moment noch nicht. Aber vielleicht geht es in 3-4 Jahren. Dieser Wunsch ist da, aber ich verliere mich darin nicht.